So, da sind wir wieder und ihr seht, hier hat sich einiges getan. Das Spielfeld hat sich vervierfacht. Die Zombies sind auch mittlerweile, also oh pardon, die Walker sind jetzt auch 7 Stück an der Zahl. Und ja, wir müssen noch ein, zwei kurze Sachen erklären. Und zwar müssen wir euch was sagen zu Hindernissen, Geländestücken. Hatten wir eben ja schon kurz angesprochen, wir können uns um die Geländestücke rundherum bewegen. Die Walker können das nicht, die müssen in gerader Linie laufen. Das heißt, wenn die in die Richtung wollen, pock, dann laufen die bis hier vor. Walker, die dann ihre Bewegung starten, wenn sie schon ein Hindernis berühren, die dürfen dann um das Hindernis herumlaufen, aber auch nur in gerader Linie. Das heißt, wenn der hier steht und will eigentlich da hinten hin, dann läuft er erstmal 6 Zoll nach hier und dann nach da. Wobei er dann da wieder vors Auto laufen würde. Genau. Die sind da so ein bisschen matschbirnig. Ja. So, dann haben wir jetzt auch Ausrüstung an den Waffen, an den Charakterkarten. Und zwar sehen wir hier, ich habe zum Beispiel einen Revolver. Das ist eine Ranged Weapon, also eine Distanzwaffe, eine Schusswaffe. Bei Derek? Bei Derek, genau, ausgerüstet. Sandra hat nichts. Patrick hat einen Baseballschläger. Und ja, wir können da mal gucken, was sowas dann macht. Der Baseballschläger zum Beispiel, der sagt, wir kriegen einen roten Würfel mehr im Nahkampf. Das heißt, wir gucken, wenn wir angreifen im Nahkampf, gucken wir bei Melee, einen weißen plus einen roten. Und dann hat er noch freundlicherweise die Fähigkeit, dass man einen roten Würfel, also den roten Würfel, wir haben ja dann nur einen, rerollen darf, wenn wir im Nahkampf sind. Also pro Nahkampf dürfen wir einmal wiederholen. Das heißt, wenn wir eine Leerseite geworfen haben, können wir eventuell was Besseres würfeln. So, dann haben wir hier einen Revolver und das ist wie gesagt eine Schusswaffe. Schießen ist eine Aktion, die funktioniert quasi genau wie der Nahkampf, nur dass wir dann halt bei Shoot gucken anstatt bei Melee. Und ja, dann wird die Shoot-Attack wird genau abgehandelt wie die Melee-Attack. Wir sehen hier, dass es hier bei dem Revolver als Zusatz noch einen zweiten weißen Würfel gibt. Das heißt, wir werfen mit 2 bei dem Derek jetzt. Was die Pistolen, also Schusswaffen allgemein tun, was nicht so schön ist, ist, dass die Mayhem, also Chaos verursachen. Das funktioniert in der Regel wie Noise, hat auch die gleiche Reichweite. Aber der Effekt ist, dass im Umkreis von 10 Zoll um den Lärm werden alle, nicht nur ein Walker, auf den Lärm zubewegt, sondern alle im 10 Zoll Umkreis. Das heißt, wenn das hier passieren würde, und wir gehen hier mal 360 Grad rum, dann seht ihr schon, dass das echt viele Walker sind, die auf einmal dann in die Richtung stürzen würden. Das ist schon böse. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist auf alle Fälle ganz praktisch, um, wenn man es kalkuliert macht, um die in eine Richtung allesamt zu locken. Mhm. Das ist ganz cool. Ja, was müssen wir euch noch erklären? Ja, dann stelle ich einmal kurz genau, vor, wen ich spiele. Ich spiele Rick und Carl. Rick ist auch quasi der Leader des Ganzen. Der ist ja, wie ihr alle wisst, der Anführer von denen. Er hat auch eine Schusswaffe. Dadurch darf er 2 rote Würfel mehr würfeln beim Schießen. Beim Shoot darf er auch mit diesen blauen Würfel würfeln. Und dadurch hat er noch mehr Vorteile. Ja. Und ja, dann gucken wir einmal, was er sonst noch so kann. Dadurch, dass er der Leader ist, steht hier Stay Calm. Also wir können später, anstatt irgendwie bei der Aktion ja, zu uns zu bewegen und danach zu schießen oder danach irgendwas aufzuheben, können wir auch sagen, nein, wir bleiben stehen und behalten die Nerven. Ja, das, genau, das ist eine neue Aktion, die ist aber auch generell, die ist jetzt nicht nur bei ihm, also die Spell, jeder Charakter hat nochmal eine Spezialregel drauf. Die spielen wir jetzt aber nicht mit, weil die hier in dem Intro noch nicht benutzt werden. Ne? Ach so, ja gut, also die, das hatte ich jetzt vergessen, Entschuldigung. Nee, also es gibt die, die heißt aber Hold Nerve, also die Nerven behalten Regel, da dürfen wir jetzt in diesem Anfangsszenario hier, dürfen wir dann einen schwarzen Würfel werfen und auf einem Initiative-Symbol wird das Threat-Level, was ihr jetzt mittlerweile da im Bild seht, um 1 reduziert. Das ist ganz praktisch, wenn man sowieso irgendwie gerade nichts machen kann und dann wieder in eine Stufe drunter kommt quasi. Genau, um das runterzuleveln. Genau, das wäre dann ganz schick. Was ebenfalls noch neu ist an der ganzen Sache, ist, dass wenn wir jetzt einen Gegenstand aufheben wollen, so ein Supply-Marker, dass wir dafür eine Aktion verbrauchen müssen, die nennt sich Search. Die Search-Aktion, also Suchen auf Deutsch, die wird halt als eine Aktion gewertet. Man nimmt dann den Marker auf, legt ihn irgendwie gehabt bei sich auf die Karte, um zu simulieren, dass man ihn trägt.
Aber wir müssen dann noch eine Supply-Karte ziehen. Eine Supply-Karte sind meistens irgendwelche Gegenstände, die uns helfen. Manchmal hat man aber auch Pech, dass da irgendwie ein Lurker, also ein Lauerer, sprich ein lauernder Zombie da drin sitzt und der greift uns dann an. Du möchtest was sagen? Beißer. Beißer, Entschuldigung, ich darf kein Zombie sagen. Nein. Ja, nicht wahr? Das gibt es in der The Walking Dead Welt nicht. Gut, kann nämlich dann auch noch passieren. So, das war die Geschichte. Du möchtest aber jetzt weiter mit dem kleinen Jungen mit dem Hut machen? Ja, mit Karl. So, und zwar, wie gesagt, auf die Karten, auf die Aktionen, die auf den Karten nochmal stehen, damit werden wir jetzt noch nichts machen, weil Karl und Rick miteinander auch noch interagieren, wenn die in der Nähe sind und so. Das lassen wir alles erstmal noch weg. Dann stelle ich euch aber noch was vor, was Karl Tolles hat. Und zwar hat er diesen super tollen Hut. Alle kennen ihn ja, den er von seinem Vater geschenkt gekriegt hat. Und der besagt einfach, wenn er später nur noch quasi schon tot ist, also kein Leben mehr hat, sondern auf diesem Walker-Symbol ist, dass er dann diesen schwarzen Würfel würfelt und bei dem Initiative-Marker, da kommt er wieder quasi, hat er wieder einen Lebenspunkt. Genau, kommt mit einem Lebenspunkt, kommt er wieder zurück ins Spiel. So, dann hat er noch einen Revolver und auch da darf er dann in der beim Schießen halt noch zusätzlich einen roten Würfel dazu würfeln. Genau. Ja. Der Hut macht ihn ja quasi dann auch zum Untoten. Der steht ja auch wieder auf. Ja, aber der ist ja dann kein Untote. Verrückt. Ja, ja, wir haben aber trotzdem noch ein, zwei Sonderregeln. Wir müssen jetzt mal so ein bisschen, wie gesagt, drauf achten, was wir tun. Also wie gesagt, die Range, die Shoot-Regel. Shoot-Regel, man. Also die Schussregel mit den Range-Weapons, also mit den Distanzwaffen. Die verursacht, wie gesagt, Mayhem. Da müssen wir dann drauf achten, das ist relativ gefährlich. Dann ist es die Geschichte, dass wenn wir jetzt suchen, dass wir die Supply-Karten nehmen müssen. Wir müssen auch bei den Schusswaffen müssen wir auf die Reichweite achten. Die steht auf den Karten hier klein mit drauf. Das ist 10 Zoll praktischerweise. Ne? Das ist einmal den Maßstab. Das heißt, wir müssen erstmal prüfen, wenn wir schießen, ist die Person oder der Walker, auf den wir schießen, in Reichweite. Das kann man ganz einfach halt mit dem Maßstab checken, von Base bis Mitte Base, also ne, von dem anderen, also dass man, ob man den trifft oder nicht. Das ist schon mal wichtig. Dann haben wir natürlich auch noch die Sichtlinie. Die Sichtlinie bei diesem Spiel wird so definiert, dass man zum Beispiel über die Barriere oder über Autos kann man drüber gucken und auch schießen. Das heißt, die Sichtlinie kann man herstellen. Wenn aber ein Modell dazwischen steht, also zum Beispiel, wenn das jetzt so wäre, dann könnten wir den Walker hier nicht beschießen, weil die Sichtlinie blockiert ist. Dann haben wir mit den Geländestücken jetzt natürlich auch die Möglichkeit, Deckung zu kreieren. Beziehungsweise die Walker haben dann unbewusst Deckung kreiert. Wenn sich eine Barriere zwischen dem Walker und dem Schießenden befindet, dann bringt das dem Walker als Deckung einen zusätzlichen roten Würfel. Und für jedes Auto, wo man drüber schießt oder wo man durchschießt, wie auch immer, das bringt dem Walker dann sogar einen weißen Würfel zusätzlich. Da muss man dann auch drauf achten, ob das dann wirklich gut ist, wenn man wirklich eine schwache Waffe hat, ob es sich lohnt, den Walker dann dazu provozieren und auch noch das Mayhem auszulösen, also das Chaos, dass die anderen auch noch alle angestürmt kommen. Das ist immer so ein bisschen gewagt. So, dann haben wir natürlich noch die Munition. Es gibt Munition bei den Waffen. Wer hätte das gedacht? Waffen mit Munition, verrückt. Wenn wir schießen und wenn wir ein Headshot-Symbol würfeln, die mit dem Ausrufezeichen. Dann müssen wir einen schwarzen Würfel würfeln. Und wenn wir das Initiative-Symbol würfeln, passiert nichts. Würfeln wir aber eine Leerseite, haben wir gerade unsere letzte Kugel verschossen. Wir dürfen halt den Angriff noch normal fortführen, aber das war halt die letzte Patrone. Und wir dürfen das nächste Mal die Waffe erst wieder benutzen, wenn wir entweder in der Aktion Munition, die wir mit uns führen, nachgeladen haben als eigene Aktion, oder wir müssen erst in den Kisten hier suchen, ob wir vielleicht irgendwo Munition finden und die dann nochmal in einer separaten Aktion nachladen. Ansonsten schlürt er die Waffe mit euch rum, aber Knarre ohne Kugeln ist irgendwie auch so semi-gut, das bringt nichts. Ja, das müsste jetzt eigentlich alles sein, was wir jetzt so an zusätzlichen Sachen haben. Das mit den Nerven behalten hatten wir eben schon erklärt. Nicht wahr? Einen schwarzen würfeln, wenn man nichts anderes machen kann. Als Aktion. Als Aktion, genau. Und bei einem Initiative-Symbol geht das Tröten-Level 1 runter. Ansonsten bleibt so. Ja, wir fangen an mit der Tröte von 1.
diesem. Vorhin haben wir mit 4 angefangen, jetzt fangen wir mit 1 an, weil das ja auch alles so ein bisschen schwieriger jetzt ist mit den ganzen Walkern und so. Kurz muss ich noch einmal unterbrechen. Wir dürfen nicht auf Autos drauf, was theoretisch ja eigentlich im echten Leben funktioniert. Aus den Schnellstartregeln, die wir bis jetzt gelesen haben, geht es daraus hervor, dass man immer nur vor das Auto laufen kann. Dementsprechend haben wir auch gesagt, wenn wir uns in Base-Kontakt mit dem Fahrzeug befinden, dann dürfen wir auch die Suchaktion durchführen und dürfen den Marker aus dem Auto rausnehmen quasi. Ja, aber wir sollten dann schon, wie hier zum Beispiel, nicht hier vorstehen oder da stehen, sondern hier oder hier, dass das auch runternehmen kann, wenn man es dann hat. Sonst ist das ja Blödsinn. Wer hat so lange Arme? Also, ja, das ist genau so. Haben wir uns jetzt geeinigt. Das wurde jetzt halt noch nicht näher definiert, aber ja. Wer da mehr irgendwie von weiß, kann gerne was drunter schreiben. Wir sind ja jetzt auch noch nicht ganz so konform mit den Regeln. Ja, wir sind ja erst in der Das sind nur die Schnellstartregeln. Ganz ich denke mal, dass das später noch näher definiert wird. Ja. So, wir spielen kooperativ, wir spielen zusammen. Wir versuchen, am Leben zu bleiben und versuchen, alle Marker einzusammeln. Und dann sollten wir das eigentlich auch, soweit alles jetzt schaffen. Haben und könnten anfangen. Ne? Theoretisch sagt das Szenario dann, welches Team gewinnt. Und zwar gewinnt das Team mit den meisten, Supply-Markers, also Versorgungsmarkern auf den Karten. Aber ja, wir können ja gucken. Wir wollen uns jetzt nicht gegenseitig hier umballern, sondern wir versuchen einfach mal die Dinge einzusammeln und zu überleben. Ne? Ja, würde ich sagen. Also ich finde das irgendwie kooperativ schon cooler. Und weil gegeneinander, das gibt es ja auch überall bei den ganzen anderen Territorien. Deswegen, ja, kann man ja machen, wie man will. Ihr könnt, das ist jetzt halt das Szenario. Wir können das halt versuchen oder wir versuchen, ja, wir wollten halt einfach gucken, dass wir am Leben bleiben und die Sachen einsammeln. Und dann können wir immer noch gucken, welches Team besser war. Ja, genau. Ne? Nachher, man kann ja auch frei irgendwas generieren. Man sagt, man spielt mit allen 5 Charakteren. Zum Beispiel gegen alle Zombies, die in der Box sind und muss die Sachen holen und am Leben bleiben. Das ist ja frei definiert. Das ist jetzt nur dieses Szenario. Auch 1:1 in dem Aufbau, wie es im Heft ist. Und ja. Ja, einfach nur, damit ihr dann auch sofort, wenn ihr die Schnellstartregeln seht, wisst, okay, wir bauen jetzt erstmal auf und spielen jetzt erstmal alleine um des Spielens wegen und um die Regeln so ein bisschen sich anzueignen, finde ja, ich. Ja, genau. Finde ich ganz cool. Okay, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich bin Rick. Rick fängt an. Und dann... Genau, das ist in der Mission vorgegeben. Genau wie die Ausrüstung, die an den Charakteren sind. Die sind auch vorgegeben. Und es heißt halt, wer die Initiative hat, wer Rick spielt. Und genau. Das bist du. So, dann fange ich einfach mal an. Rick, der geht auch schleichend voran. Und zwar geht er hier geradeaus und macht gar nichts, ja, weil Nerven behalten braucht er nicht. Das auf Null geht das ja nicht, ne? Du könntest aber schon mal schießen, wenn du Lust hast. Ja, aber dann mache ich ja wieder Lärm. Wie zum Beispiel, ja. Kannst du dir auch so. Dann könnte ich ja auch rein theoretisch 5 Zoll waren das dann ungefähr, ja. Ja, ganz genau, das verursacht ja Lärm, weil nur unter 4 ist leise gehen. Genau, Lärm bedeutet dann halt wieder, wie wir schon gesagt haben, dass der nächste Walker, der dran ist, in Richtung in direkter Linie zum Lärm latscht. So, der läuft dann aber pock davor. Bis zum Auto. Genau. Und eiert da so ein bisschen dran rum. Genau, dann nehme ich sofort den ersten Marker. Genau, das war deine zweite Aktion. Leg den hier oben drauf und muss supplyen. So. Genau, supplyen. Ganz kurze Unterbrechung noch. Wenn ein Charakter stirbt, der Marker bei sich hatte, werden die Marker ja um den rum platziert, das hatten wir schon gesagt. Genau. Aber die werden dann mit der Rückseite nach oben, da steht dann searched, also gesucht drauf, auf dem Spielfeld platziert. Und wenn der nächste Survivor den aufnimmt, gibt es keine Supply-Karte mehr dafür. Ja, ganz genau. Das nur mal eben so. Ja. Okay, so, das besagt einfach, dass ich einen Lebenspunkt mehr kriege. Das ist so eine Lebensaufbereitungskarte. Aufbereitungskarte? Ja, also hochleveln. Sind einfach also Bandagen-Special-Item des Cartes. Card ist an Action to restore one health point lost early in the game. Ich wollte es nicht vorlesen, weil das versteht jetzt, glaube ich, keiner. Also die meisten Leute sind des Englischen mächtig. Nee, aber ich meine einfach, weil du das so schnell sagst und ich glaube, die verstehen die Worte an sich nicht so. Ach so, ja. Deswegen Karte kann man ableben. Ableben. Ich würde Sie bitten, mal eben hier am Wochenende bei uns abzuleben. Ja, wie ich schon sagte, ganz kurz und knapp, man bekommt einen Lebenspunkt für diese Karte. Wenn man sie ablegt. Genau. So. Ich lege sie hier vorne hin. Das ist aber nicht dein Head, sondern genau Item. Item oder Pack? Das ist eine gute Frage. Pack. Ist das irgendwie Item definiert? Ist doch eigentlich rein theoretisch eine Waffe dann. Das müsste man nachgucken. So, okay. Dann bin ich schon fertig mit Rick. Da steht aber Special Item, also ist ein Item. Achso, gut. So. Ja, dann bist jetzt du dran. Jetzt haben wir genug klug geschissen hier. Ich kann mir jetzt frei aussuchen, mit wem ich was machen möchte. Und ich habe beschlossen,
dass ich Lust habe, mit dem Derek mich zu bewegen. Und zwar bewege ich mich mit dem Derek schleichenderweise, bewege ich mich 2 Zoll nach hier, dann nochmal 1 Zoll vor. Und weil ich so schießgeil bin, nehme ich meine Knarre und will mit meiner zweiten Aktion der netten Walker-Frau in den Kopf schießen. Ja, deswegen werde ich jetzt gucken, was ich nehme hier. Und zwar Shoot ist ein weißer. Und für meinen 38er Revolver kriege ich dann nochmal einen weißen dazu. Wir prüfen die Sichtlinie. Es ist keine Barrikade dazwischen, deswegen habe ich mich hier rausbewegt, damit der Walker keinen Bonus kriegt. 10 Zoll Reichweite, ja, ne, sollte so gerade passen. Was müssen wir noch prüfen? Nichts müssen wir prüfen. Wir schießen und wir schießen, wie gesagt, mit 2 Würfeln. Jetzt haben wir natürlich die Würfelunterlage außerhalb des Bilds. Das ist ein guter Wurf. Und zwar habe ich jetzt 3 Erfolgssymbole geworfen plus ein Headshot. Das ist schon mal sehr schön. Du würfelst für den Walker dagegen. Die Walker haben übrigens eine eigene Karte, die hat man vorhin gar nicht gezeigt. Die Walker funktionieren so, die haben Melee einen roten, Defense einen roten. Allerdings, wenn mehrere Walker angedödelt kommen, dann wirft der erste Walker einen, der zweite 2, der dritte 3. Also bis hoch zu einem Wert von 5 Würfel pro Walker, ne, der dann kommt. Und dafür gibt es so eine schöne Tabelle, die ich leider doch, da finde ich sie gerade. Die funktioniert so. Das heißt, wenn zum Beispiel 5 Walker, es wird immer addiert. 1 Walker plus 2 Walker sind 3. Also quasi 2 Walker, also der erste wirft einen, der zweite wirft 2, sind zusammen addiert 3. Ne? So geht das dann immer weiter. Zum Beispiel, wenn 5 Walker angreifen, habt ihr 15 Würfel, mit denen gegen euch gewürfelt werden. Also da aufpasse. Also, ich würfel jetzt mit einem. Genau, lange Rede, gar keinen Sinn. Und du würfelst, ich habe ein Blank. So, Leerseite. Das heißt, 3 Schaden für den Walker. Das heißt, Kopfschuss und tot. Ja, er ist tot. Und also, er fällt um. Und weil er einen Kopfschuss hat, gibt es auch keinen Return, also keine Wiederkehr. Der ist out of the game. Musst du jetzt eigentlich diesen schon würfeln, weil du einen Kopfschuss geschossen hast? Ich muss den jetzt schon würfeln wegen der Munition, weil ich einen Kopfschuss geschossen habe. Und ich habe natürlich sofort meine letzte Kugel verschossen. Das ist natürlich sehr traurig. Das heißt, ich habe jetzt auch schon, mit dem kann ich jetzt erstmal nicht mehr schießen, solange bis ich Ammo finde. Du kannst ja die Karte dann für den Revolver umdrehen, dass wir Bescheid wissen, dass du jetzt nicht mehr schießen kannst. Flip kann ich tun. Ja. Sehr traurig. So, jetzt wird natürlich noch Mayhem, also Chaos verursacht. Im 10 Zoll Umkreis um mich rum, ach, das bin ja echt hoch, der in direkter Linie des Lärms läuft hier, Pork, läuft fürs Auto. Das war schon. Aber das mit der Waffe ist jetzt doof, dass ich jetzt nur einmal schießen konnte. Jo. Ja, dann bin ich wieder dran. Karl fängt, ist der Nächste, der jetzt etwas tut. Und zwar, kann ich eigentlich erst schießen und dann gehen? Na klar. Ah, cool. Ja, die Reichweite passt. Würde ich sagen, locker. Der Kleine schießt jetzt und zwar mit 2 roten Würfeln. Einmal für Shoot und einmal für seinen Revolver. Mhm. Und auf die Alte da vorne. Die mag ich immer noch. Genauso gut geschossen wie ich. Genau. So, und du musst einmal dagegen halten, bitte. Ich halte. Was haben wir denn? Einen roten für den armen kleinen Zombie. 1 negiert ein, das heißt 2 bleiben über, plus ein Kopfschuss, das heißt, du darfst auch gleich einmal auf schwarz würfeln für deine Munition. Oh, auch leer. Scheiße. Also die geht komplett vom Spielfeld wegen Kopfschuss. Genau. Und auch er hat keine Munition mehr. Für die Knarre. Aber geht jetzt noch, weil er darf jetzt auch noch. Erstmal wird jetzt sofort instant hier Dingsbums Chaos ausgelöst. Ach ja, genau. 10 Zoll um dich rum. Also der hier. Der geht also der genau muss in gerader Linie jetzt, weil er das Gerät schon getoucht hat. Ist das gerade? Und 8 Zoll, ne? 6. 6 Zoll, ja. Also Walker immer 6 immer Zoll in gerader Linie. Genau, der kommt hier angewackelt. Genau, so. Und die Alte auch? Nee, doch. Oh, Tatsache. Ja, dann halt mal dran. Hallo. Jetzt ist die mehr. Tag, ey. Muss da drin sein. Du bist immer so großzügig. Das war schon darüber. So, dann darf er jetzt aber gehen, ja? Wiedersehen. Gut. Dann geht er jetzt noch.
ist ja doof. Wenn er jetzt wieder Lärm verursacht, dann kommt er sofort wieder dran, ne? Aber sowas von. Der ist sowieso schon ganz fickerig. Ja, dann macht er das nicht. Aber er ist in Reichweite, dann ist das eh egal. Wollte ich gerade sagen. Denk an, weil der kommt ja dann eh an. Genau. So, schwupp. So, das wegen ist der mal, Killzone. Genau, das war jetzt erstmal ein bisschen hektisch. Wir machen das jetzt erstmal so, weil die Killzone kommt erst in der nächsten Phase. Ja, genau. So, der bleibt da jetzt stehen. Aber er hat Lärm verursacht, weil er nicht geschlichen ist. Ist nicht geschlichen? Nein, weil ich ja gesagt habe, ach so, es ist ja Blödsinn, dann kann ich auch direkt dahin gehen. Also mein Gedanke, damit ihr das jetzt mal so ein bisschen nachvollziehen könnt. Hätte er jetzt, wäre er geschlichen, wäre er bis hier vorne hingegangen. Wo stand er denn? Hier stand doch da, 4 Zoll. Zeig ich mal den Maßstab. 4 Zoll. Wäre hier gewesen. Du hast den, warte, der hat sich noch gar nicht bewegt gehabt, ne? Der stand hier. Ja, dann wäre er da. Ne, dann kommt er nicht dran, ist richtig. So. Und dann später in diesen, ach, jetzt in haben diesen wir's, späteren Phasen, wenn genau, man dann diese Killzone überprüfen muss, legt man das hier dahin und überprüft, wer in dieser Killzone drin ist. Ach so, ist. Und dein Gedankengang war, weil der dann sowieso irgendwie angegriffen wird, kann ich auch rennen und genau, dann und Lärm verursachen, weil jetzt in dieser Phase wäre er ja sowieso angekommen, stimmt, und ja, mich belästigt. Ja, stimmt, ich dachte, du wärst gesneakt, das war mein Gedankengang. Nee, also kann ich jetzt auch direkt Lärm verursachen. Genau, und er kommt angewatschelt. Dann kommt er direkt angewatschelt und ich bin aber 1 Zoll weiter. Genau, und du kannst so dann, wenn du das jetzt überlebst, in der nächsten Runde dann sofort den Marker einsammeln. Ganz genau. Jetzt hat das, nee, meine Fehlvermutung war halt, dass du geschlichen bist und dass deswegen halt die Phasen, nee, so ein bisschen, mm-mm, variiert hätten. So, gut, dann bin ich. Ja. Und ich werde mich 8 Zoll bewegen, renne dann auch an mit den Sandra. Marker mit Sandra, was natürlich irgendwie hier den nächsten, was Lärm verursacht, ist noch drin. Und den nächsten Walker hier 6 Zoll sich bewegen lässt, auf mich zu, also auf die Quelle des Lärms, was dann wohl ich bin. So, der hier ist auch, ah, nee, ist ja nur der nächste, ist ja nur Lärm und kein Mayhem, das heißt nur ein Walker bewegt sich. Ja, war ja kein Schuss. Ja, genau. So, dann war das meine erste Aktion, der hat mich nicht gepackt, das heißt, ich darf jetzt die Search-Aktion durchführen, ich nehme mir den Marker, lege den auf meine Karte, ziehe eine Karte vom Supply-Deck, wehe. Oh, wie schön. Und ich habe Ammo-Reload gezogen, das ist natürlich geil, weil die Frau keine Waffe hat. Attachment, Ranged Weapon, discard this card as an action to reload the attached weapon. Ja, das habe ich jetzt hier. Wir haben jetzt in den Schnellstartregeln noch nicht gefunden, dass man das wechseln kann. Das wäre natürlich, wir haben schon gesagt, wäre clever, wenn man jetzt zu dem anderen Charakter hingehen könnte und als einmal Aktion so irgendwie so tauschen machen könnte oder sowas in der Art. Oder und übergeben oder irgendwie so. Übergeben, nicht übernehmen. Anders aber kommt. Wahrscheinlich ist das später in den, irgendwie möglich, in den anderen Regeln, weil wir sind jetzt erstmal noch in den Schnellstarter-Regeln, ja, genau, mit drin. Das wäre nämlich sinnvoll, weil wenn man doch sowieso in einer Gruppe ist, warum sollte man seinem Kollegen, der eine Waffe hat, eine Schusswaffe hat, die Munition nicht, ja, geben? Das wäre Blödsinn. Ich denke mal auch, dass das nachher so funktioniert. Ja. Aber wir spielen es jetzt erstmal stumpf so. Vielleicht wird es ja gleich getötet. Ah nee, bringt ja auch nichts. Das wird ja dann ein Search-Marker. Ja. Doof. Ja, das war die zweite Aktion. Wenigstens haben wir jetzt einen Marker. Dann bist du mit dem nächsten. Ja, ich habe keinen mehr. Ich habe hier nur Karl und Rick. Also bist du nochmal mit Patrick. Ja, genau. So sieht es nämlich aus. So, und Ette hier, der hat ja einen Baseballschläger. Das heißt, der ist eigentlich im Nahkampf gut, obwohl er gestern böse einen auf die Schnauze bekommen hat. So, der rennt dann auch. Und zwar hier an das an den Marker dran. Und dann gucken wir mal, wer hier der nächste Kollege ist. Ja, das ist natürlich er. Er rennt dann auch, also ne, schlurft 6 Zoll wegen dem verursachten Lärm. Kommt er zu mir her, guten Tag. Und dann ist der nämlich im Nahkampf, ups, jetzt habe ich auf den Kopf gehauen. Im Nahkampf gebunden. Und ja, dann entfällt leider meine zweite Aktion, ich kann mir den Marker nicht greifen. Ja. So. Dann kommt die Eventphase. Genau, erste Phase ist vorbei. Und ihr seht, das dauert mit ein paar Mannequins mehr, dauert das schon ein bisschen länger. Ja. So, dann kommen wir jetzt zur Eventphase. Und jetzt werden wir hier mal die Killzones checken. Ich check mal ganz frei für alle Leute, ne? Also für die Walker, die jetzt noch frei stehen, genau, und nicht im Nahkampf gebunden sind. Richtig. So, nö, der ist gebunden, da ist keiner drumherum, das bist du, der ist gebunden. Das ja, ist einer. Er steht Mutterseelen allein, bringt ja auch nichts. Das ist Sandra, okay, ja. Gut. Genau, das passte, das hatte ich gemessen. Mhm. Ergo haben wir das hinter uns und es gibt eine Event-Karte. So, wir sind immer noch, auch auf Minimum hier auf 1. Auf der Lautröte. All quiet. One model with low nerf. Das ist hier wieder so ein Schlagwort. Ich habe Nerf Medium, Nerf Medium, Nerf High. Hast du was mit? Mit was? Low Nerf. Nö. Nerf High. Nö, haben wir nicht.
Chosen by the player mit der Initiative creates noise. If there are no illegal models, das ist unser Fall, also keine, die das haben, gibt's eins auf das Tröten-Level drauf. Oh, dann sind wir auf der zweiten Tröte jetzt. Okay. Aber immer noch all quiet. All quiet. So, das heißt, Eventphase haben wir hinter uns. Wir checken dann in der Nahkampfphase, ob welche sich im Nahkampf befinden. Ja, diesmal auch mehr als ein Modell, nettes Beispiel. Auch wenn mehr als ein Modell im Nahkampf gebunden ist, gibt es immer nur ein Threat-Level mehr. Das eine heißt, Tröte ja, mehr. Wir sind jetzt auf Punkt 3 und das ist das letzte Threat-Level, wo wir bei All Quiet noch sind. Alles ruhig. So, der Spieler mit der Initiative darf bestimmen, wie jetzt gekämpft wird. Das ja, bist das du. Ja, das bin wohl ich. Ja, ich bin jetzt einfach mal ganz dreist und handel jetzt den Karl mal ab. Ja, handel. Ich handel mal. Handel mal. So, und zwar, ja. Muss ich jetzt entscheiden, entweder angreifen oder verteidigen? Ja, ich greife an. Weil ist ja eh beides gleich. Sinnvoll ist es, genau, ist beides gleich. Dann, ne, wenn man jetzt bei Defense zum Beispiel einen weißen Würfel hätte, dann wäre es sinnvoller halt Defense dann zu verteidigen, zu nehmen, ja. Wenn man eh schon schwach an Lebenspunkten ist, aber alle sind ja noch fit. Zwei mit Kopfschuss. Oh, zwei mit Kopfschuss ist. Aber geht ja gar nicht, oder? Doch, das geht im Nachkampf auch. Ach ja, genau, auch. Okay. Ich würfel einmal dagegen. Einen. Und das ist natürlich das beste Ergebnis, was man mit dem roten Würfel würfeln kann. Differenz ist einer, ein Schaden für den Zombie. Zombie wird im Nahkampf zurückgestoßen, fällt um und weil ein Kopfschuss-Symbol dabei war, ist er auch sofort tot. Aber war das nicht so, dass man mit den roten keinen töten konnte? Du konntest, wenn du Defense machst, konntest du keinen töten. Ach, so rum. Ne, wenn man sich verteidigt, kann man keinen töten. Ja, auch stimmt. Wenn die Würfel besser sind, auch wenn man Kopfschüsse oder sonst was würfelt, zumindest laut Schnellstartregel, du kannst nur, wenn du Angreifen gewählt hast in deiner Nahkampfphase, dann kannst du einen Schaden machen und sonst nicht. Man muss doch diese schwarzen Würfel nur würfeln, wenn man Shoot genommen hat, ne? Genau, das ist einfach nur nachher, um zu gucken, ob du die letzte Kugel verschossen okay. hast oder nicht. Ja gut, das war jetzt nur nochmal okay. zum Verständnis. Ja, genau, ich habe ihn getötet, aber mächtig. Er ist weg, es ist immer noch die Nahkampfphase, dann bist du in der Nahkampfphase, weiter. Ja, ich in der Nahkampfphase werde natürlich angreifen, weil ich habe erstmal einen weißen, was schon mal gut ist, und ich habe dann noch mal einen roten für meinen Baseballschläger, und den roten darf ich sogar noch einmal rerollen, also nachwürfeln, wenn der scheiße ist, was ja. in dem Fall ist. Ich habe einen Blank gewürfelt, habt ihr jetzt nicht gesehen, den würfel ich noch mal nach und habe dann das Glück und werf das Optimalergebnis. Und der liebe Zombie, den darfst du dann einmal nachwürfeln. Also ich würfel den Weißer. So, gleiches Ergebnis wie eben. Eins wird verrechnet, die Differenz bleibt zwei. Der Zombie wird zurückgeschubst aus dem Nahkampf, kippt um. Und da es ein Headshot war, ist der Zombie auch instant tot. Ja, da haben wir doch mal gut aufgeräumt in dieser Phase, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Aber mussten wir vorhin nicht dadurch, dass wir in der Nahkampfphase waren, haben noch einen hoch? Haben wir schon von zwei auf drei. Ja, gut. So, dann kommt die Endphase. Wir gucken, ob irgendwelche Walker da liegen. Nein, wir waren gründlich, wir haben sie immer sofort um die Ecke gebracht. Das heißt, wir müssen nicht würfeln für irgendeinen Walker, der liegen geblieben ist. Wir prüfen die Siegbedingungen. Es liegen noch so viele Marker auf dem Feld, eher weniger. Dann kommt die Runde 2. Und ich kriege die Initiative. Man. Hier. Thank you. So. Dann leg mal los. Ich werde loslegen mit der Initiative, weil ich die jetzt habe. Und ich rede sehr komisch, weil es ein amerikanisches Spiel, you know? So. Nein. Ich nehme jetzt als erstes nehme ich den Baseballmann, den Patrick. Und der nutzt seinen Schläger, um den Karton zu öffnen und diesen Marker zu nehmen. Den lege ich auf meine Karte und ziehe ein Supply. Ironischerweise zieht auch der eine Ammo. Nein, das darf ja wohl nicht wahr Obwohl sein. Obwohl er nur eine Nahkampfwaffe hat, das ist natürlich sehr bescheuert. Wie gesagt, das werden wir auf alle Fälle dann mal irgendwie nachschlagen. Das kann nämlich eigentlich nicht sinnvoll sein. So. Ja, aber rein theoretisch du als Derek könntest das super jetzt gebrauchen. Genau. Ich als Karl. Sonst hätte ich jetzt nämlich gesagt, die Sandra schleicht zu Derek rüber. Rüber, jetzt geht schon wieder los. Rüber. In der ersten Aktion. Und mit der zweiten Aktion gibt sie ihre Munition, die sie eben gefunden hat, an Derek weiter. Und in der nächsten Aktivierung hätte ich Derek aktiviert und der hätte dann auf den Zombie schießen können. Ja. Aber ja, ich denke mal, dass das irgendwie möglich sein wird, sonst wäre das ja total Banane. Mhm. Gut. Ja gut, dann darfst du noch gehen, wenn du möchtest. Ich darf gehen, wenn ich möchte. Und oder die Nerven behalten. Nö, ich gehe und zwar 4 Zoll, also das ist hier locker bis hier. Mhm. Und dann kann ich nämlich in der nächsten Aktion, also in der nächsten Aktivierung, dann vielleicht das Kistchen eröffnen. Kistchen? Ja. Tja, damit okay. ich noch mehr Ammo kriege. Dann bin ich dran, ne? Si, hombre. Einmal bitte den Zölligen. Jo. Danke. Ich spiele zuerst den Rick. Und Rick, der geht... muss ich jetzt erst ein Stück
Wo will er denn hin? Er will da hingehen. Ja, du musst erstmal ein Stück so schräg gehen, ne, dass du bis hier bist und um die Ecke rumkommst. Du darfst nämlich nicht durch Geländestücke. Was machst du denn da? Wie? Verstehe ich. Du einfach so. Legst hier vorne an. So. Und dann gehst du erstmal parallel zum Auto. So bis hier. Das sind 2,5 Zoll. Und dann hast du nochmal 2,5 Zoll über. Für, also wenn du mich denkst, du willst in der Sneak-Bewegung bleiben. Ja, genau. So, dann legst du wieder hier an. Das passt ja genau. Das passt sogar, dann hast du noch nicht mal Lärm verursacht. Das ist ja schick. Ja, gut, okay. Dann werde ich als nächste Aktion das Päckchen nehmen. Ich bin total geflasht. Schau. Ja, was hat man denn da? Blatschen. May reroll one die per melee attack roll. Darf ich mal aber sehen. Blatschen. Das ist wieder so ein Schlagwort. Genau, Blatschen. May reroll one per... Also pro Nahkampfphase darfst du einen Würfel... Rerollen. Einen kompletten per genau, einen Würfel rerollen, ja. Ja, genau. Melee Weapon steht auch dabei, also Nahkampfwaffe. Ist das jetzt schon in diesen normalen Regeln, dass wir jetzt bei Blatschen nachgucken müssen? Eigentlich steht es hier nicht drin, aber das... Also wir haben das gestern mal gemacht, Blatschen ist ja der Knüppel. Ja, genau. Und das ist halt ein Schlagwort, da muss man bei den... Schlagwörtern im Verzeichnis nachschauen und da steht dann meistens immer noch irgendwie... Stehen dann irgendwie nähere Definitionen zu den Schlagwörtern. Die letzte Seite ist Keywords hier. Das genau, ist hier, ne, da seht ihr, da steht ja Blatschen. After winning, Blatschen war ganz kurz. Blast war fies. Blatschen, after winning a melee, roll a black die for each surviving enemy. On a initiative symbol, the enemy model is laid prone. Also, wenn man Nahkampf gewonnen hat, wirft man einen schwarzen Würfel für jedes überlebende gegnerische Modell. Wenn man ein Initiative-Symbol würfelt, dann wird das... gegnerische Modell flachgelegt, auch wenn es keinen Schaden genommen hat. Das ist die Regel von dem Blatschen, dieses Schlagwort halt. Okay. Können wir einfach mitbenutzen, jetzt, weil wir haben es jetzt ja, wäre Blödsinn, das nicht zu nutzen. So, okay. Ja, dann bist du dran. Bist du. Ich bin dran und ich hätte gerne den Maßstab oder einen Zollstock, eins von beiden, danke. So, und dann wollen wir mal latschen. Dann sneaken wir 4 hier rüber. Mit dem Tok-Tok, mit Herrn Derek. Und als zweite Aktion greift er sich jetzt hier die Geschichte aus dem Auto, den Marker. Und hofft, dass da nicht wieder... Wer hat denn gestern so eine Scheiße gegriffen? Er hatte gestern nur Mist gezogen, da war nur Kacke drin. Ja. Irgendwie Angriff und noch ein Angriff. Und er war nachher runter, obwohl er eigentlich nur die Dinger eingesammelt hat und keinen Zombie gesehen hatte. So, wir kriegen einen Hockeystick... und dürfen damit als Nahkampfwaffe, als zusätzliche einen roten Würfel bei unserem Nahkampf dazu packen. Genau. Cool. Sehr schön. Dann ist Karl dran. Karl, der steht hier schon bei diesem Päckchen da. Er nimmt das auf und es kommt die nächste Karte. Er kriegt auch endlich Ammo. Oh, das ist aber eine passende Karte. Total super. Dann kann ich das in dieser Aktion, dass er sich nicht bewegt... Nachladen, Ammokarte abschmeißen. Ammokarte wird weggeschmissen. Und du kannst wieder ballern. Geil. Und ich kann endlich wieder schießen. Toll. Und ich habe 2 Leute, die nur Nahkampfwaffen haben und Munition mit sich rumtragen. Geil. Geil. Läuft. So, läuft. So, ich bin. Ja, so. General Patrick noch. Nee, Patrick hatte doch schon, ne? Nee, vorhin ist er da hingelaufen. Echt? Du hast jetzt erst einen Derek gemacht. Echt? Sicher? Ich dachte, ich hätte mit dem angefangen. Nein, ich habe angefangen mit... ihm. Dann war er, jetzt war Karl, dann bist du. Okay, also entweder sind wir verwirrt, ihr werdet es wahrscheinlich besser mitgekriegt haben. Ganz verrückt, okay. Oder? Nee, ich meine... Warum hast du den Marker? Weil ich habe mit dem angefangen. Oh, so, jetzt haben wir den Salat, ne? Da haben wir es nämlich. Wir sollten uns angewöhnen, irgendwie die Leute, die aktiviert waren, da irgendwie einen Marker drauf zu legen. Ja, das ist echt so. Das machen wir. So, da war auch dann einmal kurz die Speicherkarte voll, um das Chaos zu komplettieren. Wir haben gerade beschlossen, das habt ihr wahrscheinlich noch mitgekriegt, dass wir jetzt immer einen Aktiviertmarker drauflegen, wenn wir das Spiel, also wenn der Kollege durch ist. Das heißt, der wurde aktiviert, da lege ich dann auch so ein X einfach mal drauf, damit wir hier nicht so ganz durcheinander kommen. Das heißt, bei mir wäre dann nur noch die Sandra, du kannst dir das auch irgendwie einmal markieren. Mm. Dann legen wir einfach so, ich weiß jetzt nicht, ob das so... Ja, ist ja nur für uns ist jetzt. Ist nur für uns, weil wir verwirrt sind. Weil wir halt immer verpeilt sind. Das habt ihr ja bestimmt schon mal mitgekriegt. Ja, aber bestimmt schon. So, also, ein, zwei Mal oder so. Genau, so, dann nehmen wir hier nämlich die letzte Verbliebene. Das ist die Sandra. Und die sneakt dann hier zu dem Auto rüber. Ist locker in 4 Zoll Reichweite. Und die wird als zweite Aktion dann natürlich searchen.
greift sich hier den Rucksack. Grabsch. Jetzt gucke ich da drunter, um zu sehen, was drin ist. Na, was ist denn da drunter? Voll geil. Und nehme eine Karte. Ah, sie hat eine Knarre gefunden. Ich werde verrückt. Ja, geil. Sehr cool. Und du hast Moon. Und sie hat Moon. Also das ist natürlich jetzt eine coole Aktion. Sie hat jetzt eine Knarre gefunden, und zwar ein Old Gun. Eine 10 Zoll Reichweitenwaffe, die uns einen roten Würfel zur Fernkampfattacke dazu gibt, wenn wir schießen. Praktischerweise hat es auch Ammo, das heißt, selbst wenn ich es rumballer und meine Ammo irgendwie einmal leer geschossen habe, kann ich immer noch nachladen. Das ist ein geiler Zug. Ja. Cool. Das war jetzt die erste. Ne, ich bin gelatscht und habe genommen. Dann sind alle meine auch aktiviert und alle meine Aktionen sind fertig. Ja, kommen wir zur Ereignisphase. Und wie ist es so ereignismäßig? Tja. Wir schauen mal. Ich hoffe, ich habe das gut gemacht. Ja. Der Walker ist weg. Ja, hier. Der ist auch weg. Ja, der sowieso. Der sowieso. Und das war's auch schon. Cool. Dann gibt's eine Eventkarte und wir hoffen, es passiert was Tolles. Wir sind auf Tröten Level 3. Das ist immer noch All Quiet. Mhm. Das wird zusammen mit Low Threat hier abgehandelt. Der Spieler mit der Initiative chooses a Walker and moves it in a direction of their choice. Also der Spieler mit der Initiative sucht sich einen Walker aus und bewegt ihn in Richtung seiner Wahl. Alle zulässigen Walker innerhalb von 8 Zoll of the chosen Walker then also move converging on the chosen Walker. Walker. Lustig. Also, ich bewege jetzt einen Walker. Und zwar 6 Zoll in eine Richtung und eine Richtung, die mir beliebt. So, danach werden im Umkreis von 8 Zoll alle Walker latschen dann auch in die Richtung von dem Walker, der sich bewegt hat. Mhm. Das ist natürlich interessant. Das sollte man vielleicht mal kurz überlegen, wie wir das am geschicktesten machen. Gut, 8 Zoll ist es nicht unbedingt das meiste. Sagen wir mal, ihn lasse ich laufen. Es ist gar kein Walker hier in der Nähe von 8 Zoll. Hier ist einer. Er latscht nach. Wir könnten die ja ein bisschen knutschen lassen. Pass auf, dann machen wir das so. Walker knutschen. Er latscht seine 6 Zoll nach hier. Er hört, oh geil, da ist einer. Und latscht auf den Dings zu. Pock. Fertig. So. Und vielleicht treffen sie sich gleich und haben sich lieb und machen kleine Walker-Babys. So. So, ich hab... Dann wird die Karte abgeworfen. Ey, junges Fräulein, wir sind noch gar nicht fertig. Ja, ich weiß. Nahkampf haben wir nicht. Nahkampf haben wir nicht. Ist richtig. Das heißt, die Nahkampfphase entfällt auch. Wir gucken, flachgelegte Walker haben wir auch nicht. Nur einmal jetzt zum Erklären, damit die Leute auch mitgucken. Ja, klar. Also, und dann haben wir die Victory Conditions. Wir wollen alles haben, haben wir auch noch nicht erfüllt. Dann ist die Runde durch. Und somit ist das sehr berechtigt, dass du dir die Initiative genommen hast. Genau. Ja, also das eine Endphase ist ja, schauen, ob einer flachgelegt wurde. Dann hätten wir ja hiermit nochmal nachgeprüft, ob der jetzt wieder aufsteht. Ist nicht so. Also bin ich jetzt wieder dran. Auch du kannst gerne flachgelegt werden, wenn du möchtest. So, was mache ich als nächstes? Ich werde schleichen mit dem Rick. Einmal bitte in den Zölligen. So. Zölligen ist voll der gute Begriff, weil das ja wirklich in Zoll gemessen wird. Das finde ich echt lustig. Und ich rate dir immer, das einfach daneben zu legen. Dann kannst du nämlich direkt an den Maßstab das da hinsetzen. Ich werde nicht schleichen, weil bei der Ereignisphase... Bei der Killzone, bei dem Killzone-Check. Genau, wäre er wieder voll drin. Also kann ich auch sofort Lärm machen. Er kommt dann an und geht mir auf den Zünder. Ja. Und deswegen kann ich dann auch nicht... Die zweite Aktion ausführen. Das... Ding da aufnehmen. Ja. Das ist doof. So, ich nehme meine Aktiviertmarker erstmal wieder runter von den Karten. So, ich habe jetzt den Rick, dann bist du jetzt dran. Ja, und jetzt rate mal, was mein Patrick macht. Er nimmt das Ding. Er nimmt das Ding und searcht, genau. Zack. Ach, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Wir sind ja eh kooperativ, ne? Ja, aber ich hätte zum Beispiel die Nerven behalten können einfach. Das hättest du machen können. Aber wir sind ja noch... Ah ne, jetzt bist du im Nahkampf gebunden, das heißt, wir kommen gleich auf die nächste. So, und er kriegt auch Bandagen. Das heißt, er darf, was darf ich denn nochmal? Ach so, einen Health Point restoren. Okay, alles klar. Der hat aber noch volle Lebenspunktzahl, deswegen bleibt das hier erstmal liegen und ich schlüre das mit mir rum. Aktion 1, Aktion 2. Ich habe jetzt leider keine Dingsbums. Wie heißt das? Waffe. So, keine Fernkampfwaffe, das war es. Darf ich mal den Dings? Klar. Viele Dings heute. Dann behalte doch einfach die Nerven. Genau, ich versuche mal die Nerven zu behalten. Ich werfe einen schwarzen Würfel. Und würfel leider hier irgendwie auf das Ding drauf. Nochmal, bitte. Und da geht das Trötenlevel um 1 runter. Tada! Yay. Sehr schön. Gut, da hast du wenigstens was Sinnvolles gemacht. Und du. So, der Karl. Der Karl. Oh, Karl Arsch. Karl, der wird sich bewegen. Und zwar, er wird er rennen.
So, jetzt haben wir nämlich das Problem, was interessant ist, weil theoretisch bewegt sich jetzt der nächste Walker 6 Zoll in gerader Linie auf ihn zu. Theoretisch kann er das tun, müsste seine Bewegung aber beenden auf der Marke. Das darf er nicht, das heißt, er muss hier eigentlich anhalten. Er darf jetzt ja nicht dahinter latschen. Genau. Denke ich mal, weil Base-Kontakt müsste er stoppen. Kann er nicht. Er kann nicht im Kreis rundherum links oder rechts platziert werden. Das heißt, er muss theoretisch seine Bewegung hier beenden und du bist damit nicht im Nahkampf gebunden. Genau. Falls das falsch war, korrigiert uns, aber rein regeltechnisch müsste das so gewesen sein. Ja, würde ich auch so denken. Dann hebe ich den Marker auf und darf eine Karte ziehen. Und ich bekomme wieder einen Lebenspunkt. Die Bandagen. Die Bandagen. Brauche ich aber nicht, also lege ich es erstmal hin. So. Dann war ich jetzt auch dran mit dem Call und dann bist du dran. Dann bin ich. So, ich hatte aktiviert, das habe ich schon wieder verpennt, das war der Patrick, da muss ich den Marker dann drauflegen. Ist auf alle Fälle besser, sonst vergisst man das wirklich. So, dann habe ich noch die beiden. Was machen wir denn mit den beiden mal? Tja, da könnten wir eigentlich, wo ist denn, wir haben gar keine, ach, die Marker sind alle weg. Ja, ja. Ach so, ja, dann gönne ich mir noch ein bisschen Spaß. Man reicht mir den Maßstab. So, dann renne ich erstmal nach hier bis hinter das Auto, das waren 4 Zoll. Und dann habe ich nochmal 4 Zoll bis, obwohl, den, doch, machen wir mal bis nach hier. Wo sind die 4 Zoll? Da. So, er hier hört das, pock, und rennt dann hier vor. Und als zweite Aktion, ach, der hat ja seine Waffe leer geschossen, scheiße. Ich wollte sagen, dann schieße ich mit dem, aber der hat ja leider gar keine Ammo mehr. Dann mache ich hier einmal... Nerven behalten. Ja, geht nochmal eins runter. Jetzt sind wir bei einer Tröte. Ja, perfekt. Dann ist Sandra noch dran. Ja, der ist dann auch aktiviert. Dann ist Sandra noch dran. Und Sandra sneakt nach hier. Das waren weniger als 4 Zoll, braucht man, glaube ich, nicht messen. Und da sie jetzt auch eine geile Knarre hat, will sie die auf alle Fälle auch benutzen. Und wirft einmal Shoot, hat sie einen roten, plus einen roten für die Knarre. Ist zwar eine alte Knarre, aber alte Knarre schießen auch noch gut, hoffe ich. Ja, alte Knarren schießen richtig gut. Ich bin der Walker. Der Walker. So, 1-1. Zack, zack. Weht wieder eine Differenz. Sind dann 2 Schaden für den Walker. Der Walker kippt um und der Walker ist tot, weil Headshot. Ich muss würfeln für meine Knarre. Der Vollständigkeit halber, ob ich die letzte Patrone... Nein, habe ich nicht. Die letzte Patrone habe ich nicht verschossen. Das heißt, ich kann mit der Waffe sogar noch normal weiterschießen. Das war ziemlich optimal, der Wurf, würde ich sagen. Ja. Damit ist die auch aktiviert. Wir... gehen dann über in die Nahkampfphase. Ereignisphase. Oh, Entschuldigung, geschlafen. Er hat. Ja, Event. So. Erstmal Killzones prüfen. Geschlafen. Du jetzt hast. Oh ja, Entschuldigung. Er nicht. Er im Nahkampf gebunden. Fertig. Ja. Event. Wir schauen mal. Wir sind jetzt natürlich wieder bei Dingskunst. All Quiet. Pandemonium. Klingt düster. All Quiet. Each player rolls a white die and moves that many illegal walkers in a direction of their choice. Ja, unspektakulär, so viel haben wir nämlich gar nicht mehr auf dem Tisch. Also jeder wirft einen, du fängst an, einen weißen Würfel und bewegt dann so viele Walker in irgendeine Richtung. Also zulässige Walker. 2. Ja, da bleibt ja eigentlich nur der. Andere haben wir ja gar nicht mehr. Wolltest du gleich nochmal schießen? Wir haben da eigentlich eh gewonnen, wenn keiner mehr stirbt. Außer du stirbst gleich. So. Ja, 6 Zoll. Und den zweiten geht nicht. Ich müsste das gleiche theoretisch auch machen. Darf keinen bewegen. Ist Blödsinn. Dann haben wir die Karte abgegrast. Alles okay. So, Nahkampfphase. Ein Hochlevel. Genau, weil einer ist im Nahkampf gebunden und das bist auch du. Das heißt, dann kannst du gleich mal nahkämpfen. Ja. Und zwar ist das... Melee? Ja, angreifen bestimmt, ne? Verteidigen ist doch langweilig. Angriff. Aber ich darf... Eine Nahkampfwaffe auch noch. Ja, genau. Das steht ja hier... Du darfst alle rerollen. Genau, bei Melee. Ja, Melee. Melee. Also darf ich einen weißen nehmen und den gleich auch nochmal rerollen, wenn ich Bock habe. Einer. Kannst du jetzt aussuchen, ob du den nochmal neu würfeln willst oder nicht. Ach komm, scheiß drauf, ich würfel nochmal. Das war übrigens ein Symbol, habt ihr nicht gesehen. Und Es ist wieder das Gleiche. Ist wieder ein Symbol. Yippie. So, der Walker, der Walker hat mal dagegen. Und der Walker würfelt auch eins. Und aber es hebt sich auf, ich gewinne. Der wird einmal zurückgeschubst. So, jetzt hast du aber die Sonderregel, hatte doch deine Waffe da, ne? Die Nahkampfwaffe. Ja. Und zwar, wenn du einen Melee gewonnen hast, weil es ja unentschieden ausgegangen. Und wenn unentschieden ausgegangen wird, wenn der Nahkampf unentschieden ausgeht, dann gewinnen immer die Survivor anstatt die Walker. Mhm. Und dann darfst du jetzt für jeden
überlegenen Gegner einen schwarzen Würfel würfeln, also einen. Und auf das Initiative-Symbol wird er flachgelegt, obwohl er keinen Schaden genommen hat. Wer sagt das? Das sagt die Bludgeon-Sonderregel. Das hatten wir doch eben nachgeschlagen. Ach ja, stimmt. Habe ich schon wieder gesehen. Wer sagt das? Ja, das heißt, der wird dann auch noch flachgelegt und das, obwohl er keinen Schaden genommen hat. Geil. Läuft. Ja. Gut, das war der Nahkampf. Dann würfeln wir jetzt auch den ganzen Schwarzen gleich nochmal würfeln. Für wegen den Toten da? Genau, wegen Toten. Der bleibt liegen. Dann prüfen wir auf Siegkonditionen. Wir haben alle Sachen eingesammelt. Wir haben überlebt. Und theoretisch, wenn wir jetzt gucken wollen würden, wer gewonnen hat, da habe ich 1, 2, 3, 4, 5. Und ich habe 4 Marker. Das heißt, theoretisch haben wir A doppelt gesiegt, weil wir haben alle überlebt. Und B hätte unsere Truppe hier, meine, gewonnen, ja, weil wir haben mehr Marker. Ja. Ja, das war das zweite Szenario und damit sind die Schnellstartregeln auch schon durch. Wie gesagt, das Buch hat ein paar mehr Seiten. Das ist auf alle Fälle ein bisschen mehr. Da gibt's noch, denke ich mal, diverse Spezifikationen, was ich auch sinnvoll finde. Zum Beispiel, wie gesagt, hauptsächlich wegen der Ammo, würde ich jetzt mal sagen, in unserem Beispiel. Definitiv. Das wäre nämlich eben ein Katzensprung gewesen. Unter 4 Zoll hätte ich wirklich mit der Sandra rüber sneaken können und hätte dem Derek die Munition geben können. Hätte er nämlich auch schon wieder schießen können. Dann, um zu schauen, ob man zum Beispiel, wie viele Waffen man tragen darf, wäre noch ganz wichtig. Ob man hier wirklich nur, so wie das hier eingezeichnet ist, ich zeige das mal eben, ich hoffe, man sieht das und das spiegelt nicht, ob man hier wirklich nur das, was hier auch eingezeichnet ist, nur dranlegen darf oder ob das zum Beispiel an Waffen endlos sein darf, ich weiß es nicht. Nee, das ist ja genau, das wüsste ich auch nicht. Ich denke mal, dass man Packs, da sind ja extra Slots vorgegeben, wie viele man da hat. Genau. Dass es da abgeriegelt ist, ne, bei der Zahl, also dass man halt maximal 3 tragen darf, wie auf dem Beispiel. Aber wie gesagt, wir werden es dann auf alle Fälle mal näher definieren. Wenn man das, ja, ist gerade. Was war das denn? Sprachstörung. Ja. So, auf jeden Fall kurzes Fazit. Wie ist es? Also, ich finde es echt total super. Klar, wenn man noch geileres Gelände hat, wenn man das selber noch aufgebaut hat und, wird es noch bestimmt cooler. Und ansonsten finde ich es aber auch schon echt total gelungen. Mal schauen, was noch die erweiterten Regeln so mit sich bringen. Genau. Aber so mit den kleinen Schnellstartregeln finde ich das schon echt cool, um reinzukommen, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Ja, und ich hoffe, euch gefällt es auch. Ja, also wir hatten auf alle Fälle Spaß. Und vielleicht spielen wir noch ein kleines Zwischenszenario, bevor wir anfangen, die Püppchen zu bemalen. Püppchen! Und ansonsten sehen wir uns wieder, hoffentlich, wenn die Püppchen bemalt sind. Und wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Und viel Spaß beim Spielen. Und viel Spaß beim Spielen. Wir können es nur empfehlen, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Alles klar, in diesem Sinne, bleibt am Leben. Ciao, ciao!